Scheinheiligkeit und das St. Florians-Prinzip. Erklärt anhand von ihm hier, SPD-Chef Lars Klingbeil. Ihr wisst ja, die SPD führt die Ampelregierung, die Fortschrittskoalition an, die endlich den Klimaschutz anpackt und Windmühlen ausbaut und Bahnstrecken und so weiter und so weiter. Außer es geht um den eigenen Wahlkreis. Da will SPD-Chef Lars Klingbeil nämlich keine nervige Bahnstrecke haben. Wo wir auch schon beim St. Florians-Prinzip sind. Das besagt nämlich, dass wir schon Probleme lösen wollen, aber doch am liebsten nicht vor der eigenen Haustür. Sollen doch andere Wahlkreise den Lärm der Bahnstrecke aushalten müssen. Und sich große Ziele stecken und Fortschrittskoalition nennen, dann aber aus Eigennutz, um die eigene wieder nicht zu verkraulen, den Schwanz einzuziehen, das nennt man Scheinheiligkeit. Wie findet ihr das, wenn Politiker A ankündigen, dann aber B machen, wenn ihnen klar wird, welche Konsequenzen das für sie hat? Schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare.